Und wir machen jetzt weiter mit der Linken, denn die hat ein ähnliches Problem wie die Sozialdemokraten. Ein Mobilisierungsproblem auf der einen Seite. Auch das Problem, dass in der letzten Wahlkampfwoche doch eine erhebliche Tendenz hin zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, hin zur CDU stattgefunden hat. Viele Wähler haben ganz offensichtlich nicht gewollt, dass die AfD die stärkste Fraktion wird. Aber die Linke hat nicht profitieren können. Und bei uns ist jetzt die Parteivorsitzende Janine Wissler, die um 10.30 Uhr hinter ihr in der Parteizentrale auch noch mal in die harte Analyse gehen wird. In die harte Analyse auch gehen muss, Frau Wissler. Schön, dass Sie da sind. Sie haben in allen Altersgruppen bei den gestrigen Wahlen verloren. Selbst bei den über 60-Jährigen landen Sie nur noch bei 13%. Das sind wirklich schlechte Werte. Was wollen Sie, was müssen Sie jetzt ändern? Ja, das ist natürlich ein bitteres Ergebnis für uns und wir sind natürlich enttäuscht. Sie haben es ja selber schon gesagt, in den letzten Tagen, und davon war ja auch der ganze Wahlkampf geprägt, gab es eben wirklich dieses Kopf-an-Kopf-Rennen gefühlt zwischen CDU und AfD, was natürlich auch sein kann, dass ein Teil der Wählerinnen und Wähler dann aus taktischen Gründen die CDU gewählt hat, damit die AfD nicht stärkste Kraft wird. Aber natürlich ist es ein Problem, das wir schon länger haben als seit dieser Wahl, nämlich dass wir in Sachsen-Anhalt an Stimmen verlieren. Das sind auch strukturelle Probleme. Und deswegen sagen wir, wir müssen stärker mobilisieren. Wir haben in Sachsen-Anhalt die Themen Niedriglöhne, Kinderarmut, aber eben auch die Ungerechtigkeiten zwischen Ost- und Westdeutschland in den Vordergrund des Wahlkampfs gestellt. Aber wir sind offensichtlich mit den Themen nicht so durchgedrungen. Und jetzt gilt es zu mobilisieren für die Bundestagswahl und natürlich auch gerade in Ostdeutschland Menschen, die uns mal gewählt haben, zurückzugewinnen. Und zwar am besten schon zur Bundestagswahl. Frau Wissler, was ja auffällt, wenn man sich die Wählerwanderung noch mal anschaut, die gestern ja stattgefunden hat, da wandern linken Wähler hin zur AfD und auch zur CDU. Woran liegt es, dass Sie nicht mehr die Ostpartei sind, die Sie mal waren? Ja, dass wir jetzt wirklich relevant Wähler an die CDU verloren haben, was ja bei uns als Linke jetzt nicht so häufig vorkommt, das, glaube ich, hat tatsächlich was mit dieser Polarisierung zwischen CDU und AfD zu tun und was damit zu tun, was wir ja auch in anderen ostdeutschen Bundesländern gesehen haben. In Thüringen hat das die Linke gestärkt, dass die Menschen eben nicht wollen, dass die AfD stärkste Kraft wird und deshalb eben auch taktisch wählen. Aber ganz klar, ich meine, wenn man sich die Werte anschaut, dann sagen schon immer noch unsere Wählerinnen und Wähler und die Wähler insgesamt, dass die Linke die Partei ist, die die Interessen der Ostdeutschen vertritt. Und aber offensichtlich müssen wir schauen, wie wir mit den Themen stärker durchkommen und wie wir das pointierter machen. Natürlich sind das für uns ganz entscheidende Fragen, also dass nach über 30 Jahren Menschen in Ostdeutschland immer noch weniger verdienen und immer noch die Renten auf einem anderen Niveau sind. Das ist eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Und da müssen wir deutlich machen, dass wir die Partei sind, die dafür steht. Und eine Partei wie die AfD hat an der Stelle überhaupt nichts anzubieten, weil sie die Partei der sozialen Kälte ist und eine rassistische Partei. Und das müssen wir deutlich machen, eben jetzt auch im Bundestagswahlkampf, wenn wir natürlich auch in den ostdeutschen Ländern um so viel wie möglich Stimmen kämpfen. Frau Wissler, kommen wir mal zu einem sehr populären Slogan der Linken in diesem Wahlkampf. Nehmt den Wessis das Kommando. Das war in aller Munde, auch wenn Sie es am Ende nicht plakatiert haben. Was sagen Sie eigentlich zu diesem Slogan als Parteivorsitzende der Linken, die ja in den alten Bundesländern geboren und in Hessen aufgewachsen ist? Was die Linke in Sachsen-Anhalt mit diesem Plakat bezwecken wollte, hat sie bezweckt, nämlich eine Debatte loszutreten über die strukturellen Ungerechtigkeiten zwischen Ost- und Westdeutschland. Man wollte darauf hinweisen, dass es immer noch so ist, dass in den Führungspositionen, also auch in Ostdeutschland, sehr wenige Ostdeutsche sind und vor allem eben auf die strukturellen Ungleichheiten beim unterschiedlichen Rentenniveau, bei den unterschiedlichen Löhnen. Und da ist eben gerade Sachsen-Anhalt ein Land, wo viele Menschen zu Niedriglöhnen arbeiten, wo die Kinder Armut besonders stark ist. Und deswegen auf diese strukturellen Unterschiede hinzuweisen, ist richtig. Das war ein provokantes Plakat, aber es ist uns gelungen, damit eine Debatte loszutreten. Und es geht uns insgesamt um die Frage gleichwertiger Lebensverhältnisse in Ost und West. Wir haben auch im Westen Regionen, die abgehängt sind. Wir haben den ländlichen Raum, der an vielen Stellen ja überhaupt nicht mehr durch Infrastruktur vernünftig erschlossen ist. Wir wollen gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West und auch zwischen den Regionen. Und das wollten wir mit der Debatte lostreten.
treten. Und ich denke, das ist doch auch ganz gut gelungen, dass wir in den letzten Tagen auch des Wahlkampfs eine Diskussion darüber hatten, wo sind die Ungleichheiten und wo ist es dringend notwendig, eben auch nach über 30 Jahren endlich für Gerechtigkeit zu sorgen. Also ich entnehme dem mal, dass Sie auch als Wessi bei den Linken das Kommando behalten wollen und kommen nochmal zurück auf Ihre Kompetenzwerte. Unter den Arbeitern kommt die AfD auf 29%, die Linke nur noch auf 10%, obwohl eben die Themen, die Sie ja gerade angesprochen haben, eigentlich klassische Themen der Linken sind. Ist vielleicht Ihre Ausrichtung auf akademische Linksintellektuelle falsch? Ich kann diese Ausrichtung überhaupt nicht erkennen. Also wir sind ja regelmäßig präsent bei gewerkschaftlichen Kämpfen, bei betrieblichen Aktionen. Er argumentiert genauso. Ja, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann stellt man zum Beispiel fest, dass von allen im Bundestag vertretenen Parteien die Linke in ihrer Mitgliedschaft den höchsten Anteil an Arbeiterinnen und Arbeitern zum Beispiel hat. Ja. Und wir sind doch, die Anträge, die wir zum Beispiel in den Deutschen Bundestag einbringen, sind doch zu 80-90%, beschäftigen sich doch mit im weitesten Sinne der sozialen Frage, ob das bezahlbare Mieten sind. Ja, wir kämpfen bundesweit für einen Mietendeckel, damit die Mieten nicht immer weiter durch die Decke gehen. Wir kämpfen für einen höheren Mindestlohn von 13 Euro. Wir wollen eine Umverteilung und die Einführung der Vermögenssteuer. Und wir wollen gute Arbeit für alle. Und dafür setzen wir uns doch ein. Also, dass wir jetzt nicht auf die Beschäftigten orientieren würden, dass wir da vielleicht nicht genug durchkommen. Ja, das ist offensichtlich so, wenn man sich die Zahlen anschaut. Aber dass wir deren Themen nicht mehr nach vorne stellen, das kann ich so nicht erkennen. Also, ich finde, die Fragen auch in Sachsen-Anhalt, die wir in den Vordergrund gestellt haben, waren noch Krankenhäuser zurück in die öffentliche Hand. Das war die Frage der Niedriglöhne, das war die Frage der Armut. Und das war die Frage von Umverteilung. Das sind doch die Fragen, die wir stark gemacht haben. Und deswegen ganz klar, die Linke ist die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Und dafür setzen wir uns ein, dafür kämpfen wir. Und das müssen wir jetzt im Bundestagswahlkampf stark machen. Also diese Frage nach vorne zu stellen und auch zu sagen, wir wollen konsequenten Klimaschutz. Das muss sozial abgefedert sein, das muss sozial ausgewogen sein. Und wir wollen die Fehlentwicklungen, die es jetzt auch gerade in der Corona-Krise gegeben hat, nämlich dass wenige reicher und viele ärmer werden, die wollen wir korrigieren und für einen sozialen Ausgleich sorgen. Vielen Dank, Frau Wissler. Wir sehen hinter Ihnen ja die Parteizentrale. Die Tür ist schon offen. Um 10.30 Uhr findet der geschäftsführende Vorstand Ihrer Partei statt. Sie werden da noch mal eine harte Analyse machen, ganz sicherlich. Treten dann um 14.15 Uhr als Linke noch mal vor die Presse, um Ihre Ergebnisse noch mal vorzustellen. Vielen Dank soweit erstmal. Und wir machen gleich weiter mit unserer Ressortchefin des linken Ressorts, Kerstin Palzer, die steht vor Ort. Da findet jetzt ein fliegender Wechsel statt. Kerstin, du hast mitgehört gerade und das soziale Miteinander für die Wähler war das sehr wichtig in Sachsen-Anhalt. Und das ist eigentlich so ein klassisches linkes Thema. Das hat ja auch Frau Wissler gerade noch mal selbst eingeräumt. Trotzdem ist es der Partei nicht gelungen zu mobilisieren. Was haben Sie falsch gemacht und was müssen Sie mit Blick auf Berlin jetzt besser machen? Denn die Themen bleiben ja dieselben. Genau, also in Sachsen-Anhalt haben ganz viele Menschen gesagt, dass sie den sozialen Ausgleich als das wichtigste Thema überhaupt für sich empfinden. Also ein Drittel der Menschen sagt, das soziale Miteinander, das müsste mehr ausgeglichen werden. Und das wäre ja eigentlich ein klassisches Thema der Linken. Aber auch da sagt eben nur eine deutliche Minderheit, dass sie glaubt, dass die Linken das am allerbesten machen. Und das zeigt vielleicht, dass den Linken tatsächlich erstens durch die Überalterung ihrer Wählerschaft, aber eben zweitens auch darum, dass sie zumindest in Ostdeutschland nicht mehr als die Kümmererpartei wahrgenommen werden, die sie einmal waren und für die sie eben auch gewählt worden sind. Man muss bedenken, die Linken kommen in Sachsen-Anhalt von 16%, lagen sogar in den Landtagswahlen davor bei 24%. Also das ist schon eine deutliche Reduktion der Wählerschaft. Und da kommen wir von vielleicht auch auf dieses Buch von Sarah Wagenknecht, Die Selbstgerechten. Da gibt es ja eine harte Kontroverse in der Partei, dass Sarah Wagenknecht zum Beispiel sagt, ihr konzentriert euch zu sehr so auf diese Urbanen, auf die Intellektuellen, auf die, die mit Gendersternchen sprechen. Und
das ist ein Vorwurf, den man zumindest mal diskutieren sollte in der Partei. Ich glaube, es wird auch diskutiert, denn man merkt ja, gerade auch in Ostdeutschland und vielleicht auch gerade in den ländlichen Regionen kommt eben diese Ausrichtung in der Partei, die allerdings Janine Wissler ja gerade eben auch bestritten hat, nicht an. Kerstin, kurze Frage noch mit Blick auf eine kurze Antwort, um eine Bitte. Die Parteispitze ist ja seit Februar erst im Amt, frisch gewählt. Bei der Union sagt man heute, das ist Rückenwind für Armin Laschet, den eigenen und neuen CDU-Chef. Gibt es jetzt eine Debatte um die Parteispitze? Das glaube ich nicht. Also die beiden Frauen sind ja tatsächlich erst Ende Februar gewählt worden. Und ich denke, Janine Wissler und Susanne Hennig-Welsow bleiben sicherlich im Amt. Von Rücktrittsforderungen habe ich zumindest noch nichts gehört.